Hallo Freunde, herzlich willkommen hier in diesem Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen Schütz und heute möchte ich dir zeigen, wie du ein professionelles Facebook-Titelbild bzw. Cover erstellen kannst. Das ist das finale Titelbild. So ungefähr soll das, was ich mit dir jetzt erstellen werde, auch aussehen. Dazu benötige ich als allererstes eine neue Datei. Ich gehe hier oben auf Datei, sage neu und werde mir hier eine neue Datei erstellen. Mit einer Breite von 1200 Pixel und der Höhe von 450 Pixel, Auflösung 72 Pixel und der Farbmodus ist RGB-Farbe auf 8-Bit und so genau möchte ich das Bild erstellt haben. Okay, zuallererst möchte ich das transparente Bild mit einer weißen Farbe füllen, dazu wechsle ich hier auf mein Füllwerkzeug, werde hier die Vordergrundfarbe auf weiß umstellen und werde mir einmal einen weißen Hintergrund anlegen. Als nächstes klicke ich hier einmal doppelt in den grauen Bereich auf Ebene 1 und werde mir hier einen Ebenenstil aufmachen, und zwar den Ebenenstil Musterüberlagerung. Musterüberlagerung, da hat es ganz, ganz viele Varianten zur Auswahl. Du klickst hier auf dieses Symbol, auf diesen Schalter mit dem Pfeil nach unten und du hast hier eine ganze Menge an Muster zur Auswahl. Ich werde mir hier blauer Crepe auswählen. Wenn du nicht alle sehen kannst, geh hier auf das kleine Zahnrad und füge dir hier einfach ein weiteres Muster hinzu. Blauer Crepe ist jetzt Farbpapier. Wenn dann diese Meldung kommt, sagst du anfügen und dann hast du auch diese Liste hier zur Verfügung. Sollte es bei dir hier nicht in der vollen Größe angezeigt werden, sodass du es nicht lesen kannst, wie die jeweilige Musterüberlagerung heißt, klick hier nochmal auf das Zahnrad und dann gehst du hier auf große Liste. Blaue Cap ist mein Muster meiner Wahl. Ich wähle mir das aus. Ich stelle das Muster hier mit einer Deckkraft von 100% ein und bei Skalieren bin ich hier so um die, 50-55%. Das ist ganz cool so. Du siehst, wenn ich das jetzt hier nach oben ziehe, wird das Muster immer größer und wiederholt sich nicht mehr so oft. Je kleiner ich es mache, umso öfter es wiederholt sich. Und mir gefällt es hier so um die 50% doch wirklich noch am besten. Geschmackssache, kannst du gestalten, wie du möchtest. Ich bestätige das Ganze mit okay. Mehr brauche ich jetzt hier in den Ebenenstil nicht. Und wechsle dann auf Ebene 1 mit einem Doppelklick, damit ich das Ganze umbenennen kann. Ich benenne die Ebene 1 in Hintergrund. Hintergrund. Okay. So ist gut. Die Hintergrundsebene benötigt noch ein paar weitere Einstellungsebenen. Und zwar als allererstes möchte ich die Dynamik hier in diesem Hintergrund ein bisschen verstärken. Dazu werde ich mir hier eine neue Einstellungsebene aktivieren, und zwar die Dynamik. Und die ziehe ich bei Dynamik auf 100% nach oben. Sehr gut. Als nächstes werde ich mir eine weitere Einstellungsebene aktivieren, und zwar die Gradationskurve. In der Gradationskurve werde ich mir in der Mitte einen Punkt setzen und den werde ich ziemlich weit nach unten ziehen. Ungefähr, so gefällt es mir, glaube ich, ganz gut. Das ist ein schönes Blau. Ja, genau, das ist mein Ausgangsmaterial. Das war der Part mit dem Hintergrund. Das ist meine Tapete. Da werden hier sollen später die Bilder aufgehängt werden. Hier kommt mein Model hin. Hier der Schriftzug und hier noch eine Kamera, die wo auf einem Stativ steht. Wird richtig, richtig geil werden. Okay. Die drei Ebenen markiere ich alle mit gedrückter Shift-Taste und werde sie in eine Gruppe packen. Die Gruppe nenne ich Background. Hier ist alles enthalten, was zum Hintergrund gehört. Und die Background-Gruppe bekommt die Farbe Rot. Okay. Als nächstes möchte ich mich darum kümmern, dass meine Bilder, die hier an der Wand hängen sollen, in das Titelbild hineinkommen. Und dazu habe ich mir hier schon drei Fotos ausgewählt. Das brauchen wir später, aber hier einmal dieses. Dann dieses und dieses. Und damit das später so aussieht, als ob die Bilder sich wirklich in einem Rahmen befinden, benötigen die jetzt hier noch eine Art, Rahmen. Und ich habe ein paar Probeläufe gemacht und für mich hat sich am besten herauskristallisiert, wenn ich hier auf Bearbeiten gehe und dann auf Kontur füllen. Für diese Bildgröße eignet sich für mich bei meinen Bildern aktuell mit 7 Pixel an der Breite das Füllen der Kontur am besten. Wie es dann bei dir ist, musst du ausprobieren. Es kann bei dir mehr oder weniger sein. Die Position werde ich auf Innen stellen und den Mischmodus und die Deckkraft lasse ich voreingestellt, was mir Photoshop so vorgeschlagen hat. Ich bestätige das Ganze mit okay, und dann habe ich hier einen weißen Rahmen in meinem Bild. Als nächstes werde ich mir hier das Verschieben-Werkzeug aktivieren und werde mir das Bild in meine Titelbilddatei hineinziehen. Das Foto ist natürlich aktuell viel zu groß. Ich drücke die STRG und T-Taste für das Transformieren-Werkzeug zu mit gedrückter Alt-Taste und dem Mausrad
nach unten raus, sodass ich den Rahmen komplett sehen kann und drücke die Shift-Taste, halt diese gedrückt und gehe hier an einen der Anfasser und skaliere mir das Bild dementsprechend kleiner. Ungefähr so. Ich nehme das und packe das hier an die Stelle, zoome auf 100% zurück mit gedrückter Alt-Taste und Mausrad nach oben und bestätige das Ganze hier einmal mit dem Haken. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu groß. Wir werden das aber im Laufe der weiteren Bilder, die hinzukommen, dann noch in der Größe anpassen. Wir arbeiten non-destruktiv im kompletten Workflow. Damit das Bild einigermaßen echt aussieht und nicht einfach so reingeklatscht, braucht es noch irgendwie einen Schatten. Von daher gehe ich hier mit der Maus auf den grauen leeren Bereich mit einem Doppelklick und öffne mir die Ebenenstile. Gehe hier auf Schlagschatten. Den Schlagschatten werde ich mir so ungefähr auf so 137% einstellen, sodass er mehr auf der rechten und auf der unteren Kante sich befindet. Die Deckkraft mit 64% gefällt mir soweit ganz gut. Alle anderen Werte kannst du ausprobieren. Mir gefallen sie aktuell so, wie sie sind, sehr, sehr gut. Bestätige das Ganze mit OK und schon habe ich so eine leichte Abhebung von dem Hintergrund. Das gleiche mache ich jetzt mit Bild Nummer 2. Auch hier brauche ich wieder den Rahmen. Ich gehe wieder hier oben auf auf Kontur füllen. 7 Pixel, die Pixel meiner Wahl. Bestätige das Ganze mit OK. Wechsle hier in das Verschieben-Werkzeug, schnapp mir das Foto und platziere das hier in meine Bilddatei. Drück wieder STRG und T. Zu mit gedrückter Alt-Taste wieder aus dem Bild raus, sodass ich den Rahmen komplett sehen kann. Und mit gedrückter Shift-Taste skaliere ich mir das Bild ungefähr in dieser Größe. Platziere das hier hin. Jetzt merke ich, okay, wir sind eindeutig zu groß mit beiden. Das erste Bild muss kleiner werden. Ich zoome mal mit 100% wieder in das Bild hinein. Gehe hier auf das erste Foto, STRG-T und werde es ein bisschen kleiner gestalten. Ungefähr, ja, so. Hier hin platzieren, bestätigen, dann auf das zweite Bild, STRG-T hinplatzieren, etwas kleiner gestalten, so, bestätigen, okay. Auch Bild Nummer 2 benötigt wieder einen Schlagschatten. Dazu klicke ich hier wieder auf den leeren Bereich, der grau hinterlegt ist und werde dann hier wieder den Schlagschatten aktivieren. Die Voreinstellungen sind noch so wie vorhin, also 137 Grad. Und alles andere ist gleich eingestellt, gefällt mir, bestätige das Ganze mit OK. Und jetzt kommen wir zur Bild Nummer 3. Wir benötigen als allererstes wieder eine Kontur, Kontur füllen, 7 Pixel, OK. Mit dem Verschieben-Werkzeug zurück in meine Bilddatei schieben, STRG-T drücken. Diesmal brauchen wir nicht rauszoomen, weil dieses Foto ist nicht ganz so groß. Wieder mit gedrückter Shift-Taste skalieren. Ungefähr die gleiche Größe wie das erste Bild abpassen. Ja, so. Ja, vielleicht noch ein bisschen kleiner. Und das möchte ich jetzt hier ungefähr hin platziert haben. Guck, dass die Abstände hier ungefähr gleich sind. Ja, ich denke, so ist es in Ordnung. Bestätige das Ganze mit OK. Und auch Bild Nummer 3 benötigt wieder einen Schlagschatten. Das ist die gleiche Vorgehensweise wie bei den anderen beiden. Doppelklick hier auf die graue leere Fläche und hier Schlagschatten aktivieren. Die Werte sind alle noch so wie bei den anderen beiden Bildern auch. Bestätige das Ganze mit OK und ja, vielleicht kann ich jetzt hier auf Bild 1 noch ein bisschen die Ausrichtung verändern, noch ein bisschen näher ran und ein bisschen weiter runter. So, ja, ich glaube, so ist es ganz okay. Gefällt mir. Jetzt möchte ich erreichen, dass die Bilder von einem Lichtspot angeleuchtet werden, aber ohne dass die Bilder hier heller werden. Um den Lichtspot zu erreichen, benötige ich hier als allererstes eine Ellipsenauswahl. Ich wechsle da auf das Auswahl-Ellipsen-Werkzeug und ziehe mir hier großzügig eine Ellipse über die Bilder. Ja, ungefähr so, ist schon ganz okay. Die Position ist erstmal noch zweitrangig. Gehe dann hier oben bei auf Auswahl, Auswahl verändern und dann weiche Kante. Ich habe hier einen Voreinstellungswert von 50 Pixel, der passt für das Bild sehr gut. Bestätige das Ganze mit OK. Du siehst, die Ellipse ist ein bisschen kleiner geworden um 50 Pixel und werde mir jetzt hier eine Einstellungsebene in das Bild zeichnen und zwar Helligkeit und Kontrast. Und die Helligkeit und Kontrastebene samt Maske ziehe ich unter meine erste Bildebene und werde jetzt mir hier die Helligkeit in den Hintergrund hineinzeichnen. Ungefähr so. Jetzt passt es noch nicht so richtig mit der Position. STRG-T, Transformieren Werkzeug und so ein klein wenig nach oben das Ganze verschieben. Jawohl, so. So gefällt es mir sehr, sehr gut. Jetzt haben wir alle drei Bilder künstlich beleuchtet, obwohl überhaupt kein Licht da ist. Es ist nicht heller geworden. Okay, das war der Bereich mit den Bildern, die ich markiere. Mir alle vier Ebenen wieder aufs Neue und pack die vier Ebenen wieder in eine Gruppe. Die Gruppe benenne ich um in Bilder an der Wand.
Und Bilder an der Wand bekommt eine Ebenenfarbe, also eine Bearbeitungsfarbe, die nennen wir nämlich Violett. Okay. Wenn ich mir diese drei Bilder jetzt so angucke, empfinde ich, dass das linke Bild zu weit oben ist. Ich gehe hier in meinen Ordner, gehe auf Bild 1, Steuerung T und werde es ein bisschen nach unten ziehen. So, ich glaube, so wirkt es besser. Empfinde ich jetzt erstmal so. Wir können sie jederzeit wieder ändern. Ich klappe den Ordner wieder zu und jetzt kommen wir zu unseren Models. Ich habe hier meine Kamera fotografiert und ich habe mich fotografiert. Und wie ich mein Selfie von mir angelegt habe, zeige ich dir jetzt. Fotografiert habe ich das Ganze mit zwei Studioblitzen. Auf der einen Seite war eine 60 cm Softbox, auf der anderen Seite war ein 90 cm Striplight. Das Ganze wurde mit ISO 100 fotografiert mit einer 125. Sekunde bei Blende 8. Ich wollte eine sehr, sehr hohe Tiefenschärfe erreichen. So, und hier ist das finale Ergebnis. Ich habe mich schon freigestellt. Ich muss zugeben, der Freisteller ist nicht der beste. Da bedarf es noch ein bisschen Nacharbeit. Ich gehe hier wie bei den Bildern wieder auf mein Verschieben-Werkzeug und ziehe den Kollegen hier in das Bild für das Facebook-Titelbild. Bestätige das Ganze mit Ja. Und hier ist natürlich auch wieder so, dass der Kollege viel, viel zu groß ist. Ich muss als allererstes mal um einiges herauszoomen. Steuerung T und wieder mit gedrückter Shift-Taste, kann ich das Ganze skalieren. Immer noch viel zu groß. Jetzt kommen wir so langsam auf die Größe, dass es hier einigermaßen passen könnte. Ungefähr so. Ich zoome mal wieder ins Bild hinein. So sind wir bei 100%. Kann das noch ein bisschen größer gestalten. Vielleicht so. So gefällt es mir ganz gut. Ich lehne mich hier so an die Bildkante an, bestätige das Ganze mit OK und ja, gefällt mir. Das Problem, wo ich mit dieser Freistellung habe, ich habe hier weiße Kanten, die später doch deutlich zu sehen sein werden. Deswegen müssen die weißen Kanten im Vorfeld jetzt hier behoben werden. Ich gebe der Ebene eine Ebenenmaske mit, wechsle auf die Maske, wechsle hier auf das Pinselwerkzeug mit einer schwarzen Vordergrundfarbe, nimm die Größe ein bisschen runter, ungefähr in dem Stil, zoom rein und jetzt werde ich hier die weißen Kanten so nach und nach entfernen. Das Ganze dauert ein bisschen. Ich werde es jetzt hier dir nur noch im Schnelldurchlauf zeigen und ich melde mich dann zurück, sobald ich mit allem fertig bin. So, ich glaube, wir haben jetzt von unserem Model alle weißen Kanten dementsprechend entfernt. Es positioniert sich viel besser in den Hintergrund ein. Und als nächstes werde ich mir die Kamera hier ins Bild holen. Die befindet sich hier. Das gleiche Spiel wie bei allen anderen Bildern auch. Ich wechsle hier auf das Verschieben-Werkzeug, ziehe die Kamera in das aktuelle Foto, platziere diese. Natürlich ist die wieder viel zu groß. Werde auch wieder hier mit Steuerung T das Transformieren-Werkzeug einschalten, zoom raus und skaliere mir dann das Ganze in die Größe, wie ich es benötige. So, auch bei der Kamera habe ich das Problem, dass der Freisteller nicht hundertprozentig sauber gearbeitet
erstellt worden ist. Aus dem Grund muss ich jetzt hier genau wie bei dem Model mir die weißen Kanten außenrum entfernen. Ich gehe gleichermaßen vor, ich zoome in das Foto hinein, schnapp mir ein Pinselwerkzeug, wähle mir eine Ebenmaske erstellen, schwarze Vordergrundfarbe und los geht's. Ich melde mich wieder, sobald alles bereinigt worden ist. Okay, ich glaube auch, das Stativ ist jetzt super freigestellt und auch von störenden weißen Rändern befreit worden. Okay, ich denke, das waren jetzt als allererstes mal so die Models. Nein, noch nicht ganz. Zuerst möchte ich hier auf das Hauptmodel eine Tonwertkorrektur legen, indem ich hier auf Tonwertkorrektur klicke. Aber ich werde mir hier eine Clipping Mask, eine Schnittmaske erstellen, damit sie das eben nur auf das Model auswirkt und nicht auf das ganze Bild. Denn ich empfinde, dass es ein bisschen zu hell ist. Ich möchte das Ganze ein bisschen abdunkeln, indem ich die Mittelkontraste einfach so ein klein wenig nach rechts schiebe. Jawohl, so. Wir vergleichen mal ohne mit. Okay, vielleicht noch ein bisschen mehr ohne mit. Genau, so gefällt mir schon sehr, sehr gut. Auf der Kamera benötige ich ebenso noch eine weitere Einstellungsebene und zwar nochmal eine Helligkeit-Kontrastebene, denn die Kamera, die ist ja hier in dem Lichtradius. Und damit der Lichtradius auf der Kamera simuliert wird, benötige ich da noch eine weitere Helligkeit- und Kontrast-Einstellebene. Bevor ich die Einstellebene aber anwenden kann, benötige ich zuerst wieder eine Ellipse, die hier über das Objektiv gezogen wird. Ungefähr so in der Größe, das passt schon. Wir brauchen da auch keine weiche Kante oder ähnliches. Und jetzt gehe ich hier auf die Helligkeit und Kontrast Einstellebene und ich werde mir jetzt den Bereich ein wenig heller ziehen. So, jetzt ist nämlich hier das Objektiv auch in dem Lichtradius erfasst worden. Ich markiere mir die Tonwertkorrektur und mein Hauptmodel, packe das in eine Gruppe, nenne das Hauptmodel und das Hauptmodel bekommt eine Ebenenfarbe und zwar Orange. Das gleiche gilt auch für das Stativ. Die beiden Ebenen packe ich in eine neue Gruppe. Die Gruppe benenne ich um in Stativ und auch die Stativgruppe bekommt die Bearbeitungsfarbe Orange. Als nächstes möchte ich diese Farbspritzer im Hintergrund gestalten. Dazu benötige ich eine neue leere Ebene und zwar hinter meinem Hauptmodel. Dazu gehe ich in den Ordner Hauptmodel, klicke hier auf die oberste Stelle, klicke hier unten auf das neue Ebenensymbol und ziehe mir die neue Ebene ganz nach unten unter mein Model. Jetzt wechsle ich hier oben in das Pinselwerkzeug und suche mir hier einen schönen Brush aus, der mir am besten gefällt. Die Brushes, die du jetzt hier sehen kannst, kannst du dir kostenlos herunterladen. Die URL zum Download der Brushes befindet sich in dem Videoblog auf meiner Homepage. Die URL zu meiner Homepage blende ich dir jetzt hier gerade unten ein. Okay, ich beginne mit diesem Pinsel und suche mir jetzt hier eine schöne Farbe aus. Und zwar am besten ein schönes, saftiges Rot. Wenn mir hier die Position des Pinsels nicht gefällt, kann ich mir hier diesen Ordner öffnen und einfach die Position rotieren. Den ersten werde ich mal hier hinsetzen und dann werde ich noch mal ein bisschen weiter drehen, ein Stückchen, so.
und vielleicht hierhin. Was mir jetzt nicht gefällt, werde ich mir mit dem Pinsel, mit dem Radiergummi-Werkzeug einfach rausradieren. So, alle die Dinge, die mir jetzt hier nicht so zusagen. Okay, danach wechsle ich auf das Pinselwerkzeug und hole mir einen weiteren Splash ins Spiel. Und zwar, ich werde mal den hier verwenden. Und ich werde mir eine andere Farbe aussuchen, vielleicht ein schönes, kräftiges Magenta. Und ich werde mir den Splash jetzt hier hinmalen und da. Wenn mir die Position nicht gefällt, kann ich das jetzt hier wieder drehen und vielleicht hier noch ein bisschen. Okay, was mir nicht gefällt, kann ich mir hier rausradieren. So, okay, so ist schon super. Und dann werde ich mir noch einen weiteren Pinsel ins Spiel holen. Ich wechsle hier wieder auf meine Brushes. Ich denke, ich werde den hier verwenden und eine andere Farbe auswählen. Ein schönes, saftiges Gelb, ungefähr so. Ich werde mir jetzt hier noch ein paar gelbe Bereiche hineinzeichnen. Jawohl, so gefällt es mir, so ist es super, so lasse ich es. Ich schließe mir hier die Palette wieder und brauche eine neue leere Ebene. Und in dieser neuen leeren Ebene werde ich mir einen weichen, runden Pinsel, so ungefähr 300 Pixel groß, in das Bild reinzeichnen. Und zwar in der Farbe, in der Vordergrundfarbe Schwarz. Das Ganze positioniere ich ungefähr hier. Drücke die Steuerung und T-Taste fürs Transformieren-Werkzeug. Ziehe mir das Ganze ein bisschen größer und positioniere mir das jetzt hier so hinter mein Model. Das hat insofern den Vorteil, dass das Model jetzt nicht so direkt an der Wand klatscht, sondern ein bisschen Schatten hat, ein bisschen sich abhebt von dem Hintergrund. Und dann benötige ich eine neue, weitere leere Ebene. Und in dieser Ebene werde ich mir hier nochmals einen der Splash Brushes herholen, und zwar diesen hier. In dem Fall benötige ich ein schönes, klares Weiß. Und ich werde mir jetzt hier den Weiß Splash reinziehen. So. Perfekt, so gefällt mir das. Das einzige Problem, wo ich jetzt hier so habe, ist, dass ich jetzt hier in dem Bild Farbspritze drin habe. Die möchte ich nicht drin haben, deswegen radiere ich mir die hier jeweils raus. Einmal für den weißen Splash und einmal für den bunten Splash. Alle hier wieder weg. So, okay. Ich denke, die Farbspritze im Hintergrund gefallen mir schon so, wie sie sind. Super, ich gehe hier ganz nach oben und werde mir jetzt mein Logo in das Bild reinziehen, indem ich hier auf Datei klicke und dann platzieren und einbetten sage und mir dann hier mein Logo in das Bild reinrechnen lasse. Ich skaliere das hier so ein klein wenig bis auf die Größe, wo es mir ungefähr gefallen könnte, positioniere mir das Logo dahin, wo ich es so ungefähr haben möchte, bestätige das Ganze mit OK und gehe hier auf das Textwerkzeug und werde mir jetzt hier noch einen Schriftzug einfügen. Folge mir ins Fotografie-Abend. Teuer. Der Schriftzug ist aktuell natürlich wieder viel zu groß. Bestätige das oben, drück Steuerung und T und skaliere mir das in die Größe, wie ich es haben möchte. Ungefähr in der Größe. Okay. Positioniere mir das ganz grob, bestätige das mit OK. Ziehe mir eine Hilfslinie in die Mitte von meinem Logo, ungefähr hier. Drück Steuerung und T und versuche das jetzt hier so ein bisschen auszurichten. Jawohl. Markiere mir beide Ebenen, drück nochmal Steuerung und T, kann ich beides nochmal gemeinsam skalieren und vielleicht noch so ein bisschen anpassen. Okay, der Schriftzug ist drin, Steuerung und H, damit die Hilfslinien ausgewendet werden. Das Problem ist, dass das Folgemir Fotografie-Abenteuer heller wirkt wie das Logo selbst, deswegen gehe ich hier in die Folgemir Fotografie-Abenteuer-Ebene und werde die Deckkraft ein bisschen abmindern. So, jetzt sind sie beide gleich. Naja, vielleicht noch ein bisschen stärker. So, ich wechsle nochmal in das Hauptmodel, denn wir haben eins vergessen. Ich möchte ja, dass die Farbkleckse so einen glühenden Effekt auf mich haben. Und dazu benötige ich nochmal eine neue leere Ebene. Gehe hier auf mein Pinselwerkzeug. Ich brauche jetzt aber einen weichen, runden Pinsel, so um die 300 Pixel eventuell. Nein, vielleicht sogar nur 100. Ja, 100 sind besser. Und ich werde mir jetzt hier ein schönes Rot auswählen. Und einmal hier. Dann werde ich mir ein schönes Gelb auswählen. Ja, hier und vielleicht hier ein Magenta. Okay, hier. So, und jetzt überstrahlen wir da so ein bisschen. Natürlich sind die Überstrahlungen so in der Form viel zu stark, deswegen werde ich die Deckkraft abmindern. Jetzt ist die Überstrahlung nicht mehr ganz so stark, aber trotz all dem strahlt es ein bisschen. Und ich benötige nochmals eine neue leere Ebene. Dieses Mal hole ich mir ein
schönes saftiges Grün ins Spiel, ziehe mir das Pinselwerkzeug ganz enorm groß, ungefähr in diese Größe, zoome aus dem Bild raus und setze hier unten ein bisschen einen grünen Lichtspot. So, ich wechsle an die oberste Ebene, gehe hier unten auf die Einstellungsebenen und werde mir hier noch eine Gradationskurve ins Spiel ziehen. In der Gradationskurve zuerst hole ich mir das Bild wieder auf 100% und werde mir jetzt hier den Kontrast ein bisschen nachziehen, indem ich hier ein bisschen nach oben gehe und ein klein wenig nach unten. Ganz minimal nur. So. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Jawohl. Und dann werde ich jetzt hier oben im RGB-Bereich auf Blau wechseln und jetzt werde ich dem Ganzen ein schönes Facebook-Blau vergeben. Ungefähr so. Und das ist das finale Output. Wenn du jetzt möchtest, kannst du einmal Steuerung Alt Shift und E klicken und das Ganze noch nachschärfen, indem du hier oben auf Filter, sonstige Filter, Hochpass, das Ganze mit 0,5 Pixel nachschärfst und dann in den Mischmodus ineinander kopieren, umstellst und dann hast du eine dezente Nachschärfung im Bild erreicht. Das war's von mir. Ich hoffe, es ist ein Weg gewesen, dir zu zeigen, wie du professionellere Facebook-Titelbilder gestalten kannst. Das kannst du natürlich auch für alle anderen Plattformen verwenden. Muss eventuell nur die Größen anpassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Falls du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Wenn du mich unterstützen möchtest, teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich würde mich freuen, dich in unserer neuen Facebook-Gruppe Kitea Members begrüßen zu dürfen. Ich würde mich auch freuen, dich als registriertes Mitglied auf meiner Homepage begrüßen zu dürfen. Ich habe mir ein neues Format für YouTube ausgedacht und zwar heißt das die 3-Minuten-Challenge, wenn du daran teilnehmen möchtest. Alle weiteren Informationen befinden sich auf meiner Homepage. Check diese mal aus. Dein Foto, meine Bildentwicklung. Das war's von mir. Ich wünsche dir eine stressfreie und sorgenfreie Woche. Ich bin jetzt raus. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.